Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt bei uns auf dem Kanal, und zwar Enigmatis 3, der Schatten von Kakala. Oder Kakala oder Kakala, man weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht genau, ob es jetzt direkt ein Wimmelbildspiel ist. Ich nehme es einfach mal an. Ich finde erstens die Musik schon mega super toll. Und ich finde auch, die Grafik ist mega hübsch und dass sich hier gerade so alles bewegt. Ich finde das echt mega, wirklich. Und ich bin echt mega gespannt, was uns hier erwartet. Und ja, bevor ich zu viel quatsche, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, dass es mit dem Ton so hinhaut. Das werde ich dann nach der ersten Folge mal kontrollieren, ob das nicht zu leise oder zu laut ist. Und ja, ich würde sagen, dann spielen wir mal. Sehr witzig, das habe ich doch alles schon eingestellt. Ach, diese Spiele immer. It's not just about stopping. I want revenge. He took Emily from me, remember? Rick, I know. But we can't let anger cloud our judgment. That will only lead to us making mistakes. And... Rick! You need to level it out! I can't! Ach so. Ja. Okay. Down the problem. Can you do something? Nein, kann ich nicht. Are you okay? I'm all right. What's going on? Damn it! Come on! What's that smell? Wait, Rick, don't! Don't start the engine until I tell you. There's a fuel leak somewhere. Hurry up! We're flying straight towards a mountain. Ja. Völlig okay. How's that fire? Fuel pumps are dead. We won't make it without both engines. Versiegel das Benzinleck. Okay. Ja. Nicht. Okay. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon echt mega interessant aus irgendwie. Es ist mal was anderes. Das, okay. Gott, das ist ja... Batterien. Ja, natürlich. Klar, es ist ja... So. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Finde ich.
gut bis jetzt. Da kommt der Draht hin. Ja, ist ja gut. Wenn du nicht weiter weißt, benutze einen, ja. Es ist zu dunkel. Ja. We're gliding into a mountain. Ja, Mann. Aha. Jetzt vielleicht. Okay. The fuel pipes are damaged. I need to fix them. Ja, ja, haben wir schon. So. Okay. Try it now. Rick, tell me we're not going to crash. Blasted stupid thing! Remember Maple Creek? We are this close to finding him! I'm a private investigator. For the past few years, I've been hunting a serial murderer named the Preacher. Now I'm searching for any clue as to where he might have disappeared to. I came back to where it all began. The only problem is... Rick, I already checked the place top to bottom. 3 times. Darn. There has to be a clue about where he's headed. Call you later. Might have a lead. Mhm. Wirklich echt interessant. Hallo? Die Kirche von Maple Creek war wohl das Versteck der Bestie. Ich habe sie schon durchsucht, aber ich habe nichts gefunden. Wie abgeschlossen? Na dann... Was haben wir denn hier? Auto, ja, Touristen. Ah, das ist unsere Karte. Echt cool gemacht, muss ich sagen. Ahornbach. Mhm. Du bist hier, ungelöste Aufgabe. Die Karte finde ich mega cool, muss ich echt sagen. Also, ja, ja, das hatten wir ja jetzt. Eine Knarre, naja. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Der Prediger. Übernatürlich. Okay. Ritualmord. Opfer mehrere Serienmörder. Waffe. Asmodeikult. Alle diese unschuldigen Menschen sind tot. Und das wegen ihm. Du bist mir 2 Mal entkommen. Ich verspreche, dass mir das nicht noch einmal passiert. Okay. Okay, wir sind gewappnet. Das ist schon mal gut. Okay. Achso, ich habe gedacht, wir könnten da noch was anderes machen. Ja, gut. Ach, das ist nur das Radio. Ja. Ja, Leute, ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden irgendwie. Achso. Oh. Cool, die Hupe geht. Ja, gut. Dann gehen wir mal raus hier. Thank you.
Okay. Hi, Froschi. Der gute alte verstärkte Stahl. Ja. Der Kurier. Menschen verlassen Maple Creek nach brutaler Tragödie. Ich komme, um dich zu holen, Prediger. Sprich ein Gebet für dich selbst. Na, das ist jetzt aber auch ein bisschen freundlich, also wirklich. Okay. Wenn ich natürlich diese komischen Federn oder so finde, das weiß ich jetzt auch nicht. Da werde ich jetzt aber nicht explizit nachsuchen. Also kann man es auch machen, ne? Mal nach der Glocke. There's something down there. How did I miss it? Aha. Hat jemand versucht, sie... Hat jemand versucht, sie wegzuschleifen? Da sollte da nicht ein Fragezeichen sein? Naja, ist egal. Ich kann diese Bretter nicht bewegen. Die Glocke hält sie am Boden. Naja, das ist schon klar. Natürlich, wir bewegen... Ja, dass sie zu schwer ist, ist schon klar irgendwie. Na, Streichhölzer, Taschenmesser. Okay. Da ist etwas da unten. Ja, gut. Hab ich mich jetzt erschrocken? Verdammt nochmal! Sag mal, mach das nicht. Was? Gott. Setze die Sprossen in die richtigen Vertiefungen, um den Mast hinaufzuklettern. Okay. Ja, ja. Vielleicht kann ich die Sprossen neu anordnen, um die fehlenden zu ersetzen. Kabel sieht sehr stark aus. Vielleicht kann ich es als Tau verwenden. Aber zuerst muss ich es losmachen. Ja, ja. Okay. Hier ist in Ordnung. Hä? Ah, okay. Diese hier ist in Ordnung, ja. Jetzt habe ich begriffen. Ich muss diese Keramikhalterung loswerden, wenn ich das Kabel abtrennen möchte. Aber sie ist so weit entfernt, ich kann sie nicht erreichen. Toll. Echt jetzt? Eine interessante Idee, aber ich sollte etwas anderes ausprobieren. Ich habe nichts anderes. Ein Schuss, ein Treffer, ne? Ja. Kann man immer wieder gebrauchen, sowas. Okay, sensible Seele. Was bist du? Aha. Was steht da? Brenne. Ach, brenne in der Hölle, Prediger. Okay. Ich habe schon alles abgesucht, aber ich habe nichts gefunden.
Na, das ist ja mir vielleicht egal. Also nochmal dahin. Okay, I have an idea. Genau. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass ein Auto es schafft, eine so schwere Glocke an die Seite zu ziehen. Nie im Leben. Okay, ich würde aber sagen, so für den ersten Eindruck und fürs Spielerlebnis, würde ich sagen, reicht das erstmal. Und ja, ich gucke mir dann gleich mal an, ob das mit dem Ton so hinhaut. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!